wenn man mit dem Po nach vorne rutscht und dann mit dem oberen Ende des Po's, gefühlt das Steißbein, hier drauf drückt aufs Sattelende, dann seht ihr hier schon, das Vorderrad ist weiter oben. Wenn man jetzt aber mit dem Po, ich nehme jetzt meine Hand mal nach vorne rutscht, kann man noch besser mit dem Steißbein oder dem oberen Po-Ende hier auf Sattelende drücken, damit das Vorderrad oben bleibt. Hi, hier ist Marc. Die nächste Folge der Mythenmörder. Wen dabei? Hi, ich bin Tanja wieder. Aus dem letzten Video auch mit Manuel. Ja, also das Manual-Video mit Tanja, ich verlinke es mal unten, habt ihr gesehen. Sie ist jetzt im nächsten Kurs heute hier, weil schon wieder die nächsten Themen anstehen, wenn man sich weiter verbessern will, immer was zum Üben. Und ich habe ihr ein paar Wheelie-Tipps gegeben beim letzten Mal. Und das ist heute das Mythenmörder-Thema. Mit gestreckten Armen den Wheelie, macht das wirklich Sinn? Und ich wollte euch dazu noch ein paar Tipps geben. Also, ihr fragt euch, warum können Leute ein One-No-Hand-Wheelie machen? Wie Fabio Wippner in einem seiner Videos letztens, wo die eine No-Hand-Wheelie-Challenge gemacht haben. Wie kann das Vorderrad da oben bleiben, indem man halt auf das Sattelende drückt und das geht besser, wenn man nach vorne rutscht. Tanja, wie hat dir das beim Üben geholfen? Ja genau, also es ging ja um das Thema, dass die Arme beim Wheelie nicht mehr so gestreckt werden und das eher gebeugt zu halten, die Arme, und dass der Schwerpunkt, das Gewicht eben vom Sattel ein ganzes Stück nach vorne wandert. Und zwar, also es kam zu dem Thema, weil ich gesagt habe, ich will jetzt den One-Hand-Wheelie gerne gut können. Und nicht nur mal kurz die Hand, sondern umso länger, umso besser die Hand loslassen. Und ja, auch in Richtung 12 o'clock möchte ich gerne mein Wheelie oder eventuell noch mehr. Also umso steiler nach oben, umso besser. Das, da habe ich halt einiges vor, auch die Hand halt nach hinten. Ja, und auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal klein anfangen, die Hand überhaupt loslassen. Da hat halt der Marc gesagt, wenn ich das Gewicht, den Schwerpunkt auf dem Sattel, vom Po nach vorne schiebe, dann habe ich eine ganz andere, dann kann ich vorne loslassen sozusagen von den Händen. Dann habe ich vorne nicht mehr diesen Zug. Man hat ja immer diesen starken Zug auf den Händen beim Wheelie fahren. Und dadurch wird es entweder sehr anstrengend und man hält ihn ein bisschen weniger lange, oder man hat halt nicht die Freiheit zu sagen, ich lasse jetzt die Hand los. Ja, ja genau. Also das war eigentlich im Grunde, ihr kennt es auch schon aus unserem Video, warum klappt der Wheelie nicht. Warte, darf ich mal ganz kurz dein Rad? Ja, gerne. Also hier seht ihr natürlich mit einem schönen All-Mountain, schön leicht, gut zu üben, den Sattel etwas höher. Und ich zeige euch das jetzt mal hier so. Wenn man, früher habe ich es auch, oder Tanja hat es erzählt, jetzt auch immer schön weit hinten gesessen für den Wheelie. Wenn man jetzt aber mit dem Po, ich nehme jetzt meine Hand mal nach vorne rutscht, kann man noch besser mit dem Steißbein oder dem oberen Po-Ende hier auf Sattelende drücken, damit das Vorderrad oben bleibt. Genau, und ja, also ich denke mal, Tanja hat bestimmt ein bisschen geübt, weil die ist ja so ehrgeizig. Habt ihr ja Manual-Video gesehen, und wir werden ein paar Aufnahmen machen und euch noch ein paar Tipps geben. Also ich mache es gerade mal mit Tanjas Bike vor, weil ich gerade mit dem E-Bike bin. Durch die körperliche Einschränkung wisst ihr, also ein E-Bike super. Hier, Wheelie geht besser mit einem normalen Rad. Und damit ihr es nochmal erkennt, wenn man mit dem Po nach vorne rutscht und dann mit dem oberen Ende des Po's, gefühlt das Steißbein, hier drauf drückt aufs Sattelende, dann seht ihr hier schon, das Vorderrad ist weiter oben. Und ich habe mich früher mal gefragt, warum in die britischen Profifahrer, wenn die Wheelie machen, immer die Arme leicht gebeugt haben. Dabei war doch immer die Regel, die Arme müssen gestreckt sein. Natürlich, wenn ihr den Wheelie startet, tief geht, dann lostritt, euch nach hinten lehnt, sind die Arme kurzzeitig gestreckt, das ist okay. Vor allem, wenn man es lernt, den Wheelie. Aber nachher, wenn man dann das Vorderrad oben hält, über den Sattel, mit dem oberen Ende des Po's, ist es auf jeden Fall viel entspannter an den Armen. Man kann besser im Kreis fahren, Kurven fahren oder die One-Hand, No-Hand-Wheelies machen, so Dinge. Ja, probiert das mal aus. Weg von dem Zug hier, dann wird einem irgendwann der Arm müde. Locker, man kann wirklich noch besser den Sheetpoint halten. Und Tanja wird jetzt mal vormachen. Mehrere Versionen. Und ihr werdet es dann auch mal ausprobieren. Also, liebe Leute, Wheelie natürlich. Gerade wenn ihr jetzt One-Hand-Wheelie übt und solche Geschichten oder die neue Technik, dann immer leicht bergauf. Genau. Und die Tanja fährt sich gerade warm. Und da ist ganz wichtig, wenn ihr leicht bergauf fahrt, achtet auch ein bisschen wegen Seitenwind. Heute ist ein bisschen windig, ihr werdet das schon hören.
Seitenwind kann dann zur Seite fegen, das ist dann auch blöd. Und der Punkt ist, wenn man halt die Arme gebeugt hat, leicht gebeugt im Wheelie, hat man nicht mehr diesen starken Zug in der Hand. Und genau, man kann das Vorderrad auch noch höher kommen lassen, genau, und anfangen leicht die Hand vom Lenker zu nehmen. Das verlinke ich mal, das Video, One Hand Wheelie, habe ich auch ein Video zu gemacht. Und dann Step by Step das üben. So. Also der Marc fährt jetzt im Wheelie auf mich zu und er hat am Anfang noch die Arme gestreckt. Und ihr seht, wie sie jetzt gleich beugt. Ja, genau. Und ja, so sieht es dann aus. So, wenn die Arme entspannter sind, kann man auch die Schulter besser bewegen. Mega. So, also jetzt nochmal als Fazit zum Wheelie. Und zwar achtet wirklich drauf, auch wenn es am Anfang ungewohnt ist, dass ihr mit dem Po wirklich ein ganzes Stück nach vorne rutscht. Ja? Und man muss ein bisschen dran gewöhnen, aber ihr werdet dann merken, dass ihr nicht mehr so einen Zug auf den Händen habt, dass die Handflächen, dass sich das ganz leicht in den Handflächen anfühlt. Und was halt auch, ja, da entsteht halt diese so eine Art wie Schwerelosigkeit von vorne. Man merkt richtig, man hat vorne nichts mehr in der Hand, ja, und fährt im Wheelie. Und das ist echt ein richtig cooles Gefühl und ihr könnt da richtig drauf aufbauen. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall beim Üben. Jetzt, Tanja habe ich jetzt schon gesehen, hat das schon umgesetzt, übt das schon gut und nicht mehr mit den gestreckten Armen im Wheelie. Ja, und kleiner One-Hand und schon wieder weiterfahren. Ja, Tanja, komm mal rüber. Also, wie gesagt, sie ist Fahrtechnik-Schülerin. Ich merke jedes Mal, wenn sie in einem Kurs da ist, dass sie viel übt. Und das kann ich euch auch empfehlen. Denkt an die 10-Minuten-Regel. Lieber 10 Minuten pro Tag üben, als nur am Wochenende mal eben 2 Stunden. Und ja, Balance passt auch mit rein, Tanja. Wo und wie übst du den Wheelie, wenn du dazu kommst? Gut, ich mache den eigentlich auf immer. Ich bin ja ein bisschen süchtig, ne? Muss ganz ehrlich zugeben. Also immer wenn ich Fahrrad fahre, es gibt eigentlich keine Fahrt ohne Wheelie. Ich mache dann auch mal meine Wheelie-Touren und jetzt gehe ich mal wieder runter. Ansonsten, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, ich fahre öfters mit dem Fahrrad, dann fahre ich im Wheelie. Ich fahre eigentlich immer Wheelie. Also okay, ja. Wenn euch der Wheelie-Virus packt, dann übt ihr. Denkt jetzt, der Mythenmörder, die Folge hat euch wieder ein bisschen was Input gebracht, wenn ihr schon am Wheelie-Fahren gut dran seid, wenn die Basics sitzen. Achtet mal darauf, mit dem Po nach vorne rutschen, mit dem Po-Ende, das Sattelende runterdrücken und viel entspannter in den Armen sein. Und ja, danke dir, Tanja. Ja, ich bedanke mich bei dir, es war wieder echt spaßig. Bleibt dabei, wir sehen uns im nächsten Video.